Vielleicht ist es nicht nur mir, sondern auch euch schon mal passiert, dass ihr über Nacht oder über mehrere Tage ein Bit im Ultraschallbad vergessen habt. Das heißt, der liegt über mehrere Tage im Wasser und ja, ist jetzt natürlich dementsprechend rostig geworden. Ja, was kann man da tun? Mein Name ist Anna vom Kanal Nagelstudio Handwerk. Bei mir dreht sich alles rund um das Thema Nägel und Nageldesign. Und wenn dich das Thema interessiert, dann lass doch gern hier unten ein Abo für den Kanal da. Ja, dieses Video heute sollte man vielleicht nicht allzu ernst nehmen. Ich habe den Bit im Ultraschallbad liegen lassen. Der war ein paar Tage baden. Keine Ahnung, wie lang. Ich habe ihn da drin einfach komplett vergessen. Der ist rostig geworden. Es ist schon ein bisschen besser mittlerweile, aber hat sich einfach Rost drauf gebildet. Ja, wie kriege ich den wieder weg? Das Beste ist natürlich, den Bit da drin einfach im Wasser erstmal gar nicht zu vergessen. Dann ist man auf der sicheren Seite. Manchmal passiert es. Ich kann die Zeit auch nicht zurückdrehen. Und genau, wie kriege ich den wieder runter, ohne dass ich einfach einen neuen Bit kaufen muss? Und ich kann euch sagen, wir haben Glück. Die meisten von uns haben einen ausgezeichneten Rostentferner zu Hause und ein ausgezeichnetes Putzmittel, so, mit dem sich der Rost wunderbar entfernen lässt. Und ja, mit der übrig gebliebenen Dose kann man dann entweder trinken oder man nimmt sie zum WC-Putzen oder wozu auch immer. Wer das jetzt für Sarkasmus hält, kennt mich schlecht. Nein, ist ernst gemeint. Die im Cola enthaltene Phosphorsäure löst den Rost relativ gut runter. Man kann den Effekt verstärken, wenn man zum Beispiel dieses Gläschen hier noch mit Alufolie auskleidet. Begünstigt den Ionenaustausch. Ansonsten kriegt man zumindest Flugrost damit oder Verunreinigungen, sag ich mal, relativ gut runter. Und durch die Kohlensäure wird der Effekt dann nochmal verstärkt. Man kann auf rostentfernen.net, glaube ich, war das, nachlesen, dass ja, Cola nur bedingt zum Entfernen von Rost geeignet ist, weil die Konzentration von Phosphorsäure viel geringer ist als in chemisch hergestellten, ja, handelsüblichen, sag ich mal, Rostentfernern. Naja, Gott sei Dank ist da die Konzentration geringer. Auf jeden Fall funktioniert sehr gut. Ist jetzt in erster Linie natürlich als Effekt fürs Video gedacht. Es funktioniert auch sehr gut mit Zitronensäure. Es muss jetzt nicht Cola sein, aber ich dachte mir, fürs Video ist das ganz cool. Ein paar Minuten ist mit Sicherheit übertrieben, aber wenn der so einen Tag ungefähr drin bleibt, funktioniert das auf jeden Fall. Ich bin gespannt auf die Kommentare unter dem Video. Mal was Lockeres, dachte ich mir. Wer meinen Humor teilt, wird das Video lustig finden. Wer nicht, ist natürlich auch vollkommen in Ordnung. Ich werde euch hier zwei Videos einblenden, die vielleicht ein bisschen mehr Sinn machen. Müsst ihr dann entscheiden. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, wie auch immer. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, Leute.